Wir haben gerade sehr viel davon gehört, dass es eine sehr große Graswurzelkultur gibt, dass im letzten Beispiel bei Twitch auf einmal irgendwelche Gamer, von denen wir gar nicht wissen, wer sie sind, eine große Reichweite bündeln. Wir haben gerade eben eine YouTuberin gesehen, mit dem Namen, sie wird mit 3 O geschrieben, Christoph Krachten wird gleich wissen, wie sie heißt, die Autogramme gibt, von der wir gar nicht wissen, so genau, was macht die da? Ja? Also es geht sehr viel auch um die Entdeckung neuer Talente und die Gaming-Branche war da sehr ausschlaggebend. Sie hat nämlich irgendwann festgestellt, dass unheimlich viele Menschen YouTube-Videos hochladen, wie sie gerade Videospiele spielen und diese YouTuber hatten aber gar nicht die Rechte an dem Content. Und dann sind Netzwerke entstanden, die teilweise gesagt haben, wir reden mal mit der Videospielindustrie, ob wir das nicht irgendwie legalisieren können, was da passiert. Und haben einen Moment gehabt, wo man Menschen an sich binden konnte, eine Motivation zu sagen, komm doch mal in mein Netzwerk. Und diese Netzwerke sind heute sehr populär bei YouTube. Es geht darum, neue Talente zu finden. Es geht aber auch darum zu sagen, als Sender, als Verlagsmarke eventuell Talente, die man woanders entdeckt hat, auf diese Plattformen zu kriegen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf eine kleine Diskussion zum Thema Join Our Network, Kampf um die Social Media Stars mit Dr. Sebastian Weil von Pro7 Sat.1. Dann mit Christoph Krachten, Mr. Klickzoom, einer der bekanntesten in dem Segment und Thomas Elstner von Zuyo TV, in dem Fall vertreten für Axel Springer. Herzlich willkommen. Nehmt Platz, wo immer ihr wollt. Macht es euch bequem. Nehmt euch ein Mikrofon. Ich glaube, es ist für jeden ein eigenes da. Ich bin schon doppelt versorgt. Ja. Ich dachte mir, vielleicht steigen wir mal ein mit dieser winzig kleinen Erklärung aus jeweils eurer eigenen Perspektive, wie ihr den Begriff Netzwerk bei YouTube interpretiert, wie ihr den Begriff Netzwerk interpretiert für diese Social-TV-Welt, in der die Plattformen nicht mehr der klassische TV-Sender sind. Sebastian. Dann nimmst du meins? Meins geht. So, jetzt aber. Wir sehen eigentlich 4 Hauptaufgaben, die ein Netzwerk erfüllt. Das eine ist Aggregation und Scouting von neuen Content-Partnern. Das zweite ist wirklich die Entwicklung und Produktion neuer Web-Only-Inhalte. Und das dritte, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Netzwerken, ist die Cross-Promotion, das Channel-Management von diesen Inhalten. Also auch wirklich die Netzwerkeffekte zu nutzen und zwischen diesen einzelnen Channels entsprechende Promotion herzustellen. Und dann natürlich das vierte für unsere Partner ganz wichtig, die Monetarisierung der Inhalte, also die Vermarktung der Inhalte. Das ist so das, was, glaube ich, man kurz zusammenfassend über Multichannel-Netzwerke sagen kann. Ich würde dem zustimmen, ich würde aber versuchen, es nochmal zu erklären für jemanden, der noch nicht ganz erfasst hat, was es bedeutet, im Online-Video ein paar Vergleiche zu ziehen, um zu erklären, warum man das braucht im Online-Video. Er hat ein paar Dinge genannt, die wir machen, das sind auch wirklich die wichtigsten. Man muss es so ein bisschen vergleichen, früher gab es die Fernsehsender, die hatten eine begrenzte Sendezeit und Sendeplätze, auf denen man stattfinden konnte. Das gibt es nicht mehr, sondern es ist 24/7, es ist unbegrenzt. Und das ist einmal eine Riesenchance, man kann sehr schnell ein Publikum finden, aber es ist auch eine große Herausforderung, weil es gibt unglaublich viele Kanäle, es gibt Millionen Kanäle auf YouTube, da wird man schlecht gefunden und die Aufgabe von Netzwerken ist so ein bisschen einzuordnen wie die von einem Verlag oder von einer Plattenfirma, das heißt die Talente zu finden, zu fördern, bekannt zu machen und ihnen dann zu mehr Einnahmen zu verhelfen. Und das ist, man kann dort als Talent einfach viel schneller den Erfolg finden. Und wir haben viele Fälle von Talenten, die gesagt haben, oh, wenn ich nicht in ein Netzwerk gekommen wäre, ich hätte irgendwann aufgegeben. Und das ist das Entscheidende. Und das hat auch dem ganzen Ökosystem Online-Video hier in Deutschland einen Riesenschub gegeben und wenn man sich dann noch, ich war auf der VidCon, die gerade in den USA zu Ende gegangen ist, das ist das größte Treffen von Fans und Kreativen, da waren 16.000 Menschen, eine Riesenmesse mit Messe eben, mit Seminaren, mit Fantreffen, es ist unglaublich, was da inzwischen für eine Szenerie entstanden ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass du auch jemand aus dieser Szene ja bist. Du hast selbst sehr lange YouTube-Videos gemacht auf dem Kanal Klickzoom, machst das immer noch. Schauen wir einen Stuhl weiter.
Da war die Idee ja aus einer Moderatorenschule heraus mit Frank Elstner an der Axel Springer Akademie zu sagen, wir müssen mal hier junge Talente entwickeln und die Richtung online treiben, aus einem ganz anderen Fokus heraus. Wie ist da die Netzwerkperspektive? Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, weil irgendwie vor 12 Monaten war Netzwerk für mich noch sowas mit Kabeln und wo man irgendwie was anflanschen kann. Wir sind wirklich von der ganz anderen Seite da dran gegangen. Ich bin ehemaliger Fernsehproduzent. Christoph hat vor mir herausgefunden, dass Fernsehen nicht mehr ganz so spannend ist in Zukunft und hat Mediakraft sozusagen gegründet. Wir kommen von der Inhaltsseite. Es wird immer wieder erzählt von Content is King. Wir sind der Meinung, ohne Köpfe kann kein Content entstehen. Und wir sind jahrelang von Fernsehsender zu Fernsehsender gelaufen und haben gesagt, wir müssen eine Nachwuchsplattform für eine neue Form von Moderatoren schaffen, weil diese Teleprompter ablesenden Maschinen, die da draußen rumlaufen, die sind einfach nicht mehr lange zu ertragen und sind bei allen Fernsehsendern ARD, ZDF, privat, öffentlich-rechtlich, RTL abgeblitzt. Und der riesengroße Vorteil eben des Internets ist die Tatsache, dass die Verlage im Netz immer mehr Bewegtbild brauchen. Und aufgrund der Tatsache, dass sie immer mehr Bewegtbild brauchen, brauchen sie auch Köpfe, die sie verkaufen können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, also wenn die Fernsehsender keine Talentsuche mit uns machen wollen, dann machen wir es eben mit den Verlagen. Sind die Fernsehsender so träge gewesen oder war das einfach noch nicht die Zeit dafür? Nein, ich glaube, dass das, was sich in den letzten 15 Jahren wirklich am meisten verändert hat, das ist der Faktor Zeit. Und wenn ich vom Faktor Zeit spreche, dann meine ich damit die Zeitspanne, die zwischen einer Idee für ein Bewegtbildformat liegt und den Moment, wo diese Idee auf dem Schirm erscheint. Als ich angefangen habe als Fernsehproduzent, ich glaube, das Schnellste, was ich je hingekriegt habe, war 8 Monate von einem Konzeptentwurf bis hin zu einer fertigen Fernsehsendung, die dann gelaufen ist. Heute funktioniert das ganz anders. Junge Kreative haben morgens um 10 eine Idee, drehen das mittags, schneiden es nachmittags, laden es abends hoch und haben im besten Fall 2 Millionen Abonnenten, die sich das Ganze angucken. Und da können diese trägen Kreuzfahrtschiffe, die aus einer ganz anderen Richtung kommen, aus einer Zeit, in der Fernsehen teuer war, aufwendig war, glaube ich, nicht mithalten. Und deswegen ist das eine Trägheit, die ist nichts Böses, die ist nichts Schlimmes, aber für mich liegt einfach die Kreativität im Bewegtbild, im Netz. Und deswegen habe ich persönlich dem Fernsehen auch den Rücken gekehrt. Du hast gerade gesagt, Content ist King. Und wir sehen bei YouTube ja völlig andere Inhalte, die teilweise performen. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen zwischen Christoph und mir. Christoph trägt immer ein Karohemd, immer. Und ich tausche mal dieses Mikro aus, dann habe die Stimme ein bisschen mehr Brummen. Christoph trägt immer ein Karohemd und es gibt selten Momente, da trage ich auch eins. Und wir waren in einer kleinen Pizzeria in Kreuzberg, in der wir hatten beide ein Karohemd an und saßen an einer Tischdecke, die kariert war. Und dann hat Christoph ein Foto gemacht bei Instagram und ich habe ein Foto gemacht, wie wir beide unsere Ärmel so nebeneinander haben. Also es gab nichts, was an Inhalt irrelevanter gewesen wäre. 2 Menschen in einem Karohemd sitzen auf einer karierten Tischdecke. Und innerhalb von 12 Minuten hatte mein Instagram irgendwie 3 Likes und du hattest innerhalb der ersten Stunde 1200 Kommentare auf diesem Foto. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, das war für mich so ein Aha-Effekt, wenn dein Content so relevant ist wie 2 Karohemden. Dann brauchst du Vernetzung. Habe ich das richtig interpretiert mit dem Netzwerk, dass es eigentlich völlig egal ist, was ihr inhaltlich macht? Ihr habt einfach diese 1000 YouTuber. Nein, du hast das nicht verstanden, was da passiert. Doch? Nein, er hat es nicht verstanden. Nein? Er hat es endlich auf den Punkt gebracht. Nein, gar nicht. Das war. Ich sag mal, wie viele Fotos auf der Welt gibt es von karierten Hemden? Ich habe keine Ahnung. Karierte Hemden in den Mittelpunkt stellen, eben sehr wenige. Und das wurde gutiert, dass wir etwas gepostet haben, was sonst eben kein Vollpfosten postet. Wir haben das gemacht und das haben die Leute gefeiert. Und das muss man sehen. Und das ist aber sie haben Tolles. Nur deins gefeiert, nicht meins. Ich sag mal, der Mut dazu, und das macht diese Szenerie so anders, der Mut dazu, etwas zu tun, wo in jeder Fernsehredaktion gesagt worden wäre, bist du bescheuert, das will keiner sehen, das haben wir schon gemacht, das hat ja noch niemand gemacht. Die 3 wichtigsten Argumente in Redaktionssitzungen, kennen Sie alle. Das fällt weg und man macht es einfach, man probiert es aus, man ist kreativer und dabei kommt natürlich
Irrelevantes heraus, aber da kommen auch bei fantastische Sachen raus. Ich war gerade in L.A. und bin ein paar Tage früher hingefahren, da war eine Party. Und zwar hat die den Kanal Vsauce gefeiert, der hat nämlich 1 Milliarde Views aufgebaut. Kennt jemand von Ihnen Vsauce? Ja. Er kennt es. Vsauce ist ein Wissenschaftskanal. Da werden wissenschaftliche Themen wie Gravitation, Zeitreisen und so weiter behandelt. Das ist ein riesen erfolgreicher Kanal. Und das ist für mich so ein Beispiel, der würde, wenn Sie sich ihn ansehen, Sie werden sofort als Fernsehredakteur sagen, nein, den lasse ich nicht auf einen Sender. Weil da ist ein Mann, der redet fast die ganze Zeit. Es gibt kaum Bilder, es gibt mal eine Schrifteinblendung. Es ist sehr reduziert gemacht, aber es ist fantastisch. Und das ist das, was Online-Video ausmacht. Dort kommen Dinge hoch, die unglaublich kreativ sind, einfallsreich, mutig. Und da ist in Amerika natürlich viel mehr zu aber sehen. Lass mich noch mal auf diese Anfang, Netzung, aber das wird kommen. Christoph, lass mich aber trotzdem noch auf diese Netzung eingehen. Es war ja jetzt auch ein bisschen humoresk eingeführt. Aber ihr habt bei Mediakraft habt ihr ungefähr 1000 YouTuber unter Vertrag. Und das ist ja nicht so, dass es 1000 Blockbuster wären, sondern es ist ja von sehr erfolgreichen Kanälen was dabei, bis hin zu YouTubern, die gerade so am Beginn ihrer Karriere stehen oder vielleicht auch am Ende, wissen wir nicht. Weiß man, ja, ist ja bei 1000 YouTubern ist ja alles dabei, was ja auch völlig in Ordnung und legitim ist. Aber entsteht aus dieser Vernetzungskraft nicht auch ein irres Potenzial in Schmetterlingseffekt, in der Streuung von Inhalten? Also es ist, das ist genau das, was Netzwerkeffekte ausmachen. Es gibt da wahnsinnig viele Talente. Manche bleiben ihr Leben lang ein Talent. Das ist wie in der Medienindustrie insgesamt natürlich auch so. Aber es gibt dort immer wieder Entdeckungen dabei, die dann eben hochschnellen, weil sie verstehen, erstens, wie Online-Video funktioniert. Das ist das, was Sebastian gesagt hat, Scouting. Die Leute werden halt von uns trainiert. Sie verstehen, wie man, was Bertram Gugel auch alles erzählt hat, wie man mit Twitter, mit Facebook, mit YouTube und so weiter umgeht. Und wenn sie dann tollen Inhalt haben, dann pushen sie halt hoch. Und dann findet das Publikum, das ist auch ganz wichtig, das Publikum entscheidet, was erfolgreicher Inhalt ist, kein Redakteur. Und dann findet das Publikum einen tollen Inhalt und verbreitet ihn. Und da poppen halt aus diesen tausenden Kanälen immer wieder Kanäle hoch, wo man sagt, boah, unglaublich. Für mich ist es immer wieder ein wunderbares Beispiel. Empfehle ich unbedingt anzusehen. Sie können es benutzen statt einem Föhn Trending Robin. Das ist ein Mensch, der schreit seine Kommentare in die Kamera. Ist super populär, aber da hätte ich auch gesagt, das kann man ja nicht, das kann man keinem zumuten. Von der, aus der Senderperspektive, weil Sebastian Weil sitzt schon ganz unruhig auf seinem Stühlchen von ProSiebenSat.1 Digital. Mit dem Background eines Senders, entscheidet ihr anders über Content? Sagt ihr, wir haben wieder das Schwergewicht, wir haben wieder die Studios, wir haben wieder die Beleuchtung, wir haben wieder alles mögliche an Infrastruktur. Wie sieht bei euch dieser Netzwerkgedanke aus? Was bietet ihr euren Talenten? Also ich weiß nicht, ob wir so anders entscheiden als Mediakraft, weil ich nicht genau weiß, wie ihr entscheidet, aber es ist schon so, dass wir natürlich, wenn wir Künstler unter Vertrag nehmen, wenn wir Content produzieren, auch immer im Hinterkopf haben, ist es etwas, was vielleicht irgendwann den Sprung auch ins TV schaffen kann? Ist es etwas, was relevant werden kann fürs TV? Das ist nicht ein Kriterium, was hart angewendet wird, also es muss nicht sein, aber es ist natürlich bei uns, wenn wir mit YouTubern sprechen, auch immer ein Punkt, den wir ansprechen, und wenn jemand Interesse hat und wir auch das Gefühl haben, ein Gesicht hat Potenzial, dann ist es natürlich nochmal ein Pluspunkt. Wollen die ins TV? Ich habe neulich einen Tweet gelesen von LeFloid, ein bekannter YouTuber, der gesagt hat, lass mich doch mit diesem Fernsehen in Ruhe. Wollen die da rein? Also was muss man denn diesen Talenten bieten? Oder was muss man, von welchem Ross muss man runter? Oder welche Infrastruktur muss man ihnen bieten, dass sie überhaupt Bock haben? Weil so ein Fernsehsender ist für die ja ganz weit weg erstmal. Es ist, also kann man nicht so pauschal sagen. Es gibt YouTuber, die sagen, mit Fernsehen habe ich nichts zu tun. Das ist nicht meine Zielgruppe. Und es gibt andere, die ganz klar sagen, sie wollen auf den großen Schirm, sie wollen ins TV, sie wollen mehr Reichweite bekommen. Sehr individuell. Also glaube ich, kann man auch gar nicht so pauschal für die Community beantworten. Für uns vielleicht noch ein Punkt zum Thema Inhalte, weil wir das eben angesprochen haben. Es ist tatsächlich so, dass wir für die Online-Seite ganz anders produzieren natürlich als für die TV-Seite, weil wir auf der Online-Seite eben nicht das Problem haben, dass wir direkt gegen Senderschnitt laufen, wenn wir etwas Neues produzieren. Wir können viel, viel mehr ausprobieren. Wir können einfach über Trial and Error mal eben schnell ins Studio gehen oder nicht mal ins Studio, sondern direkt mit dem iPhone, mit Handkameras entsprechend loslegen und schauen, ob es funktioniert.
Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man hat ein bisschen Zeit aufgewendet und vielleicht ein bisschen Geld ausgegeben. Aber die Budgets sind natürlich andere und der Vorteil ist, es ist on demand. Wir haben hier keinen Verdrängungswettbewerb in dem Sinne, dass wir jemand anderen einen Sendeplatz wegnehmen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, sodass wir es auch ganz gezielt nutzen als eine Scouting-Plattform für eventuell Formate, die irgendwann ins TV springen können, für eventuell Gesichter, die das Potenzial haben, ins TV zu springen. Und im Übrigen auch andersrum, dass wir mittlerweile auch viele Gesichter, die im TV erfolgreich sind, in die Online-Welt verlängern. Ich würde zu dem Thema auch gerne was sagen, weil wir ja am frischesten sind auf dem Markt mit, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung, Suyo TV, kann man sich relativ leicht merken. Auf der Tastatur liegen Z-U-I-O genau nebeneinander und wenn Sie dann noch .tv eingeben, sind Sie bei uns auf der Plattform, die im letzten Jahr entstanden ist, wirklich nur mit Nachwuchsmoderatoren, die alles selbst produzieren. Die Frage, ja, wollen die jungen Leute überhaupt noch ins Fernsehen? Ja, natürlich wollen die ins Fernsehen. Das sind ein gesunder Moderator, ein gesunder Host ist hoffentlich eine Rampensau und eine Rampensau sucht das große Publikum. Und wir haben das riesengroße Glück, dass eben 5 unserer Moderatoren mittlerweile innerhalb von 8 Monaten den Weg ins Publikum gefunden haben, eben auch dank solcher Sender wie ProSieben. Evelyn Weigert ist Co-Moderatorin der neuen Show, die, glaube ich, am 8. oder 9. August starten wird auf ProSieben, Samstagabend, 20.15 Uhr, Himmel oder Hölle, bitte unbedingt reingucken. Wir brauchen die TV-Sender, um diesen Nachwuchs so schnell wie möglich bekannt zu machen, allen Massen, die in irgendeiner Form Bewegtbild konsumieren. Und deswegen würde ich da gar nicht so sehr eine Linie ziehen wollen zwischen wir im Internet und Fernsehen. Wir befinden uns im Moment in einer Zeit, wo beides parallel existiert. Ich bin nicht der Meinung, dass das lineare Fernsehen, so wie wir es heute kennen, noch lange überleben wird. Aber ich erlaube auch genau Gegenteiliges und Aussagen darüber, dass ich da Unrecht habe. Aber im Moment müssen wir mit beidem arbeiten und ich glaube, das tun wir alle hier mit großem Erfolg. Ist es so ein bisschen, warte kurz, eine Frage, noch an Sebastian. Ist es dann so, wenn ihr diese Talente habt und diese Formate entwickelt, dass man dann auch irgendwann schaut, dass man sie verkauft oder kauft man auch bei anderen ein, um irgendwelche Ablösesummen zu zahlen? Ich meine, es gibt ja YouTuber, die mittlerweile so im Millionenstellenbereich ihre Abonnenten haben, auch in Deutschland, und die ja Formate bilden und aber auch Zielgruppen binden können. Also was Bertram gerade erzählt hat in seiner Keynote, diese 4 Bereiche, Kontext, Bindung und Aktivierung. Wie sehr schaut man sich da auch andere Formate an und sagt, bevor wir jetzt groß entwickeln, kaufen wir woanders ein? Also wir kaufen nicht ein. Es ist durchaus ein harter Wettbewerb natürlich um die großen Talente. Für uns ist es sehr wichtig, auch neue Gesichter aufzubauen. Es gibt einfach einen limitierten Kreis an wirklich großen YouTubern in Deutschland. Das weiß Christoph, das wissen auch die Kollegen der anderen Netzwerke. Um diese Talente entsteht natürlich ein Wettbewerb. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Das haben wir im TV-Bereich genauso, wenn es um große Moderatoren geht. Das haben wir im Musikbereich. Überall dort, wo einzelne Personen, wo Personenmarken eine große Rolle spielen, ist das natürlich immer auch ein Wettbewerb um Künstler und Personen. Für uns ist es ganz wichtig, neue Gesichter auch selber von Anfang an aufzubauen. Mediakraft macht das auch, glaube ich, durchaus auch erfolgreich. Wir haben das Studio 71 Bootcamp, wo wir ganz gezielt auch junge Webstars einladen, Nachwuchstalente, um die von Anfang an zu begleiten in ihrer Karriere, um sie groß zu machen. Also ich glaube, es ist auch noch so viel Platz in der Branche und es ist so ein dynamischer Markt, dass da noch so viele neue Gesichter nachkommen werden und so viele neue Marken entstehen werden, dass auch dieser Wettbewerb, der wird da bleiben, aber er wird sich auch insofern entspannen, dass einfach immer mehr Gesichter hochpoppen werden. Jetzt ist die ganze Zeit ein Name gefallen, der so selbstverständlich ist wie Luft zum Atmen, obwohl er gar nicht am Panel sitzt, das ist YouTube. Wie sehr sind denn die Netzwerke abhängig von YouTube? Oder ich meine, jetzt hat vorhin ist gerade die Plattform Twitch gefallen, wo man sagt, hurra, da kommt eine neue Livestreaming-Plattform, dann könnte man ja auch mal auf eine andere Plattform gehen. Jetzt lese ich vor 2 Wochen, dass Google Twitch kaufen will. Wie sehr macht man sich von YouTube abhängig als Netzwerk?
Also die großen Netzwerke sind im Moment noch sehr abhängig von YouTube. Unser Vorteil ist es, dass wir mit MyVideo eine starke Plattform im eigenen Haus haben und die Reichweite auch entsprechend nutzen. Also für uns ist natürlich, YouTube ist ein Partner und ein Wettbewerber zugleich, als Fernsehsender natürlich sowieso. Die Reichweite, die wir bieten können mit TV, die kann YouTube nicht bieten. Und auch die Qualität an Inhalten, die ein MyVideo bietet und unsere eigene Plattform, die kann YouTube auch nicht bieten. Also insofern für uns ganz wichtig, eigene Plattformen zu haben und vor allem auch im Argument gegenüber unseren Kunden, den Werbetreibenden, sehr, sehr wichtig, hier klar zu signalisieren, wir sind ein Premium-Netzwerk, wir haben entsprechende Qualität im Netzwerk und die Reichweite findet eben nicht nur auf YouTube statt, ja, sondern auch auf unseren eigenen Plattformen. Thomas, wie ist es bei euch? Matthias Döpfner bekommt immer so eine Schnappatmung, wenn er Google hört. Ja, Gott sei Dank. Also ja, ich meine, ich bin froh, dass es einen gibt, der dagegen hält. Also zwei, er und ich. aber ich kann das nur voll und ganz unterstützen. Also ich glaube, dass hier Gott sei Dank eine Bewegtbildgeneration heranwächst, die einfach wieder auch ein gewisses Maß auf Qualität achtet. Und da haben wir halt den riesengroßen Vorteil, die wir aus einem Background des Fernsehens entstammen, dass wir über das Wohnzimmer hinaus qualitativ hochwertige Unterhaltung anbieten können. Für mich ist YouTube halt im Moment noch wichtig, weil es die einzige Plattform ist, mit der man wirklich, also wenn man sich nicht ganz bescheuert anstellt, wirklich Millionen von Menschen erreichen kann. Aber ich möchte halt auch mit Suyo weg von diesem ein Kind fällt von der Schaukel und die Eltern freuen sich darüber, dass es weint, weg, dass dieses Katzenvideo Dummheiten machen, Partys abfilmen, das wollen wir nicht. Suyo soll eine Plattform eben sein für qualitativ hochwertige Unterhaltung, wo vieles Neues ausprobiert werden kann. Wir bezeichnen uns ja selbst als Moderatoren-Startup. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir heute von dieser neuen Generation von Moderatoren so viel verlangen. Ja, sie sollen ja nicht nur ihre eigenen Ideen entwickeln, sie sollen sie nicht nur selbst drehen, sie sollen sie nicht nur selbst schneiden, sie sollen sie nicht nur selbst hochladen und dann sollen sie auch noch über alle sozialen Kontakte, die sie haben, den direkten Kontakt zum Zuschauer halten. Das ist ja unheimlich viel, was wir von denen verlangen und deswegen glaube ich, ist das A und O, dass sie wirklich das machen, worauf sie Spaß haben. Früher oder nach wie vor im klassischen Fernsehsegment ist es so, dass ein Produzent, ein Producer, ein Executive Producer, ein Redaktionsleiter einem Moderator sagt, was er zu tun hat. Da kommen dann ganz lustige Sachen bei raus, nämlich Moderatoren von Kochshows, die in ihrem Leben noch keine Spaghetti gekocht haben, aber das ganz toll finden plötzlich, weil sie eben eine gewisse Reichweite haben. Und ich glaube, dass das bei uns im Netz überhaupt gar nicht funktioniert. Deswegen bin ich nie derjenige, der meinen Leuten sagt, hey, mach doch mal was dazu oder probier doch mal das und das aus, sondern mir wird eigentlich von meinen Nachwuchsmoderatoren gesagt, was sie machen wollen und wir helfen einfach nur bei der Umsetzung. Christoph hatte mich neulich mal in Berlin eingeladen, in seine Geschäftsräume und ich war ein bisschen baff. Ich auch. Ja, im Nikolaiviertel, also ganz weit draußen, wo niemand hinfährt, also quasi neben dem Funkturm, also wirklich im Herzen von Berlin entstehen da in schönen, restaurierten Räumen Greenscreen-Studios und Wohnzimmer, wo ein paar Zelda-Figuren rumliegen und ein bisschen Spielzeug und dann kommt man hin zum Austoben und kann dort schneiden und produzieren. Und ich war vor ein paar Monaten war ich in Covent Garden in London in einem YouTube-Creator-Space, wo auch völlig ausgeflippte Studios stehen, wo man auch Live-Sendungen produzieren kann. Und dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wir scheinen also hier über echtes Geld zu reden. Also ich habe immer so dieses Sprichwort im Ohr gehabt, so nach dem Motto, being famous und YouTube is like being rich on Monopoly. Aber irgendwie scheint da was dran zu sein, dass da richtiges Geld in dem Business steckt, oder? Ja, sonst würde ja Sebastian nicht neben mir sitzen. Weil wir machen das nur zum Spaß. Nein, das muss man, es ist eine absolute Professionalisierung. Ich wollte vorhin einen Satz loswerden, den muss ich noch loswerden. Ja, ist okay. Man soll das Fernsehen so lange nutzen, solange es das noch gibt. Und das ist, glaube ich, da arbeiten wir alle mit, der lineare Stream. On Demand hat so viele Vorteile, deswegen wird das ganz sicher sich durchsetzen. Und das zeigt auch eben jetzt die
die wirtschaftliche Entwicklung. Da wird sehr viel Geld investiert. Das ist bei ProSiebenSat.1 der Fall, das ist bei Endemol der Fall, das ist bei uns der Fall. Da wird, da entsteht ein neues Ökosystem, ein neuer Industriezweig. Und wie es immer ist, wenn etwas Neues entsteht, es wird ein neues Publikum hingezogen, es wird ein neues Publikum damit sozialisiert. Und es gibt inzwischen eine ganze Generation, fragen Sie die, und da muss man wirklich anfangen, die 5- bis 20-Jährigen, die gucken deutlich weniger fern als On Demand. Sie gucken On Demand, natürlich gehört da auch was, sowas wie Watch Ever, Netflix und so weiter dazu. Fernsehserien werden auch On Demand geguckt. Es geht um eine technische Frage. Es ist nicht die Frage, ob es die Inhalte noch gibt. Es geht nur darum, mit welcher Technik wird in Zukunft Bewegtbild gesehen. Und da ist ganz klar On Demand absolut im Vorteil. Jetzt hast du gerade gesagt, dass das On Demand den großen Vorteil hat. Und jetzt sitzen hier im Raum ja auch ein paar Sender, die mit On Demand ihre Mediatheken haben, ihre Apps und die aber immer noch sehr gutes Geld im Live- und im linearen TV-Programm machen. Und ich erinnere mich so, wenn ich streame ja ab und zu live bei YouTube und ich merke immer, wie schwierig das ist, da Reichweite aufzubauen. Und wenn ich überlege, wie leicht man einfach so ein Grundrauschen auf dem linearen Fernsehsender hat, dann klingt das schon nach Begehrlichkeit. Und wenn ich mir sehe, dass YouTube hat jetzt den Hangout on Air, YouTube hat das YouTube Livestreaming, YouTube baut in Covent Garden Studios, in denen man live senden könnte, ab wann das kommt, ist die andere Frage. Jeder spricht von diesem Echtzeitweb, alles prasselt live auf mich ein. Wie lange dauert es in euren drei Köpfen, bis wir dabei sind, dass das Live-Fernsehen auf Live-Online ein Riesenthema wird? Oder reden wir darüber in den nächsten 5 Jahren gar nicht, weil On-Demand viel wichtiger ist? Studio 71 hat ja schon Erfahrung. Also in der Tat haben wir ja früh angefangen, live zu streamen auf MyVideo. Und das funktioniert auch. Das sind natürlich nicht die Reichweiten, die man im TV erzielt. Aber was man schon feststellt, ist, dass es auch im Online-Bereich eine entsprechende Zielgruppe gibt, die auch live konsumieren möchte. Weil live im Online-Bereich heißt eben auch, ich kann live mit den anderen Zuschauern in Interaktion treten, ich kann live mit den Moderatoren in Interaktion treten. Und so wird dann am Ende auch ein Schuh draus, dass das lineares Programm auch in der Online-Welt gut funktioniert. Und dann ist es am Ende schon so ein Stück weit, wie auch Christoph gesagt hat, es ist dann eine entsprechende Technik, ob das auf dem Mobile-Device stattfindet, ob das auf dem PC stattfindet oder vielleicht am Ende auf dem Smart-TV. Es gibt einfach diese Nutzungssituation live, unabhängig davon, über welchen Verbreitungsweg. Und die wird natürlich auch bleiben. Also wir werden ja nicht in 20 Jahren alle nur noch on demand schauen. Braucht es dafür völlig andere... Bei Olympischen Spielen auch schlecht und Fußball ist immer... Braucht es dafür völlig andere Talente? Also Talente brauchst du immer, aber ich will zu dem Thema auch noch was sagen. Also auch vielleicht zum Schluss, weil hier ganz hektisch schon so 5 Minuten iPads hochgehalten werden und so. Das ist übrigens... Nach 5 Minuten gehen die kaputt. Der digitale Fortschritt, ja. Früher hat man das auf einen Zettel geschrieben, heute wird das auf ein iPad geschrieben. Nein, ich will wirklich auch noch mal was Positives zum Fernsehen sagen. Darüber wird sich mein Vater freuen, der will ja noch moderieren, bis er 104 ist und dann hoffentlich fällt er bei einem ganz tollen Interview dann mal in den Schlaf. Nein, also ich habe ich hoffentlich gesagt. Ja, hast du gesagt. Nein, das ist nicht fies. Also die Leute, die mich und meinen Vater kennen, die wissen, dass wir so sind. Wir waren gestern Abend beide in München, haben in getrennten Hotels übernachtet. Das lag aber daran, dass das Hotel, wo mein Vater übernachtet hat, ausgebucht war. Man sollte, es wird nicht besser, wird, ne? Man sollte besser. Irgendwann sollte man aufhören. Nein, wir sind aber, ja jetzt, aber nein, ganz mich kurz, lass mich nein, kurz einhaken, wir sind ja froh, dass das jetzt, das ist ja jetzt live, ja? Also wir können jetzt on demand, können wir mal zurückspulen. Nein, also ich glaube, dass die Stärke des Fernsehens, es liegt wirklich auch, wenn wir auf den technischen Fortschritt gucken. In den nächsten Jahren werden Sachen nicht nur erfunden werden, teils sind sie schon da, aber sie werden sie werden für uns zugänglich werden. Dinge wie Holographie, wie dreidimensionales Fernsehen etc. Alles Dinge, wo unheimlich viel Geld investiert werden muss, um das auf dem Markt zu etablieren. Und ich glaube, dass neben allen Live-Events, Christos hat gesagt, Olympische Spiele, Fußball, alles, was in irgendeiner Form Event-Charakter hat, das Fernsehen eben setzen muss auf diesen wirklich großen technischen Fortschritt, den wir uns, die wir dahinter laufen mit unseren DSLR-Kameras und kleinen Studios, einfach nicht leisten können. Wenn sich das Fernsehen daran hält, dann wird das noch eine lange Entwicklung haben. Also ich sehe da nicht komplett schwarz.
Du hast die Zeitvorgabe selber schon gesagt, wir sind am Ende dieses Panels. Ich sage erstmal vielen Dank an euch drei. Ihr seid alle drei noch ein bisschen da, oder? Nein. Nein, das, also, aber die anderen beiden haben so ein Ja-Nicken gehabt. Also insofern nutzen Sie nochmal die Zeit nachher in der Mittagspause, bilaterale Gespräche. Ansonsten Thomas Elstner auch nochmal gerne mit dem Hashtag antwittern, STVS14 via Twitter oder auf allen anderen möglichen Kanälen. Vielen Dank an euch drei und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.